sagen, ich bin wirklich völlig uneingeschränkt für die Religionsfreiheit. Ja, wirklich. Also von mir aus könnte man Scientology, Schalke und die Deutsche Bank als Glaubensgemeinschaft anerkennen. Das ist eine wirklich Sturzahl. Ja? Von mir aus kann wirklich jeder glauben, was er will, solange er sich dabei auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bewegt. Schön, dass ich als alter Kriegsdienstverweigerer so einen Satz noch mit voller Einbruchs von einer Linie sagen kann. Ja. Gut, ich muss allerdings auch noch dazu sagen, ich persönlich bin inzwischen wirklich völlig frei von Religion. Ja, ich habe mich mühsam des mir angetauften Katholizismus entzogen. Ja, heute kann man sagen, bin ich Freigeist. Man kann sagen, ich bin ein radikaler Ungläubiger. Aber jetzt frage ich Sie, machen so gottlose, ungläubige Gesellen wie unser einer, machen die jetzt nur wegen ein paar abfälliger oder beleidigender Bemerkungen über ihre Ungläubigkeit gleich auf beleidigte Leberwurst? Stelle ich mich jetzt deswegen vor sie hin und halte gleich Hassbüttenreden über Leichtgläubigkeit? Ja, natürlich nicht. Aber wenn ich es täte, dann täte ich es wahrscheinlich in der Rolle eines ziemlich bekannten und bekennenden Atheisten. Und dann würde sich das möglicherweise ungefähr so anhören. Allah! 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 Aber welcher Allah ist gemeint? Ist es der allergrößte Unsinn? Oder ist es nur ein Allerweltsname? Oder ist gar Allah last der Anfang gemeint, der ja dem Müßiggang nachgesagt wird? Nein, mit Allah bezeichnen die sich selbst Unterworfenen, den angeblichen Herrscher und Schöpfer allen Seins. Dabei ignoriert dieses sakrale Gewürm beharrlich die Widersprüchlichkeiten ihrer eigenen Thesen. Denn wenn es nur einen einzigen Schöpfer und Herrscher gäbe, wie es diese Monotheisten nicht aufhören, in die Welt hinaus zu krakeelen, warum, frage ich, gibt es dann so viele unterschiedliche, sich gegenseitig bekämpfende Fanclubs? Wahrlich, ich sage euch, du bist nicht Deutschland und wir sind auch nicht Papst. Aber du bist Gott, wir alle sind Allah. Jeder Einzelne von uns, ob er nun in Haifa auf dem Markt Fische verkauft, bei Opel in Bochum am Band steht oder in Haifa vom in Saudi-Arabien vom Minarett herunterjallert. Aber ich muss auch sagen, als autarker Freigeist bin ich sensibel. Mein Würgereflex meldet sich doch schon bei ballonseidenen Trainingsanzügen. Da provozieren mich doch Kopftuchmädchen schon unter rein ästhetischen Gesichtspunkten. Kopftücher sehen einfach scheiße aus. Ob jetzt bei Oma oder bei Eiche. Oder auch diese ziegenbärtigen Muselmänner im Nachthemd. Ja, die beleidigen doch zutiefst mein Geschmacksempfinden. Zudem verspotten sie mit ihrem kleingeistigen Sermon auch meine Intelligenz. Wie zum Beispiel dieser Pierre Vogel. Verdient sich als sunnitischer Laienprediger mit rheinischem Akzent unter dem Namen Abu Hamza. Erst war er evangelisch, dann katholisch, dann ist er Profiboxer geworden. Dann hat er offensichtlich zu viel auf die Glocke bekommen. Und 2001 ist er zum Islam konvertiert. Dieser Gehirnamputierte befürwortet doch unter anderem allen Ernstes auch die Ehe mit Neunjährigen. Wissen Sie, das ist einer dieser Typen, die glauben, nur weil irgendwo etwas geschrieben steht oder behauptet würden, da stimmt es auch. Gut, das teilt er natürlich mit Millionen Bildzeitungslesern oder Zuschauern von RTL. Herrgott, in der Bibel steht auch jede Menge Blödsinn. Warum sollte das im Koran anders sein? Weil der Erzengel Gabriel angeblich dem alten Mohammed höchstpersönlich die Feder geführt hat,
Wenn man so etwas einem Psychiater erzählt, steht man kurz vor einer Zwangseinweisung. Aber nennt man es Religion, darf man jeden Stuss ungestraft in die Welt setzen. Mir persönlich, meine Damen und Herren, liebe Ungläubige, geht doch der Islam, genau wie alle anderen Religionen, gepflegt am Arsch vorbei. Wenn ich schon höre, gottesfürchtig, warum sollte ich Gott fürchten? Hat ein freidenkender Mensch Angst vor Vampiren, vor Außerirdischen, vor dem Teufel mit den drei goldenen Haaren? Also bitte, warum um Himmels Willen sollte ich Gott fürchten? Nein, ich fürchte nur Menschen, die sich penetrant auf ihn berufen. Wie zum Beispiel diese radikalen Mullahs, laufen nur mit schwer bewaffneten Leibwächtern durch die Gegend, anstatt sich selbst einmal den Sprengstoffgürtel umzuschnallen. Denn dort oben herrschen doch angeblich so paradiesische Zustände mit reichlich Jungfrauen und allem, was dazugehört. Zumindest bequatschen sie mit diesem hohlen Gewäsch ihre freiwilligen Sprengkörper, die offensichtlich Wunsch und Wirklichkeit nicht auseinanderhalten können. Allerdings sollten Juden und Christen jetzt den Ball schön flach halten. Denn waren es nicht Juden, die diesen Jesus gekreuzigt haben? Und wer besiedelt denn heute noch gern illegal Palästinensergebiete? Wer hat denn gerne Hexen verbrannt und Kreuzzüge veranstaltet? Übrigens, ein gewisser Adolf Hitler war auch Katholik und ist merkwürdigerweise bis zum heutigen Tag nicht exkommuniziert worden. Und radikale Muslime? Ja, die würden einem Ungläubigen wie mir nicht einmal die Hand reichen. Da sage ich, bitte, reiche ich Ihnen nicht die Hand, sondern zeige Ihnen den Finger. Den könnte der ein oder andere vielleicht ganz gut gebrauchen im Ramadan. Denn wenn dort die Sonne untergegangen ist, da wird Völlerei betrieben, da wird reingestopft, was geht. Da könnte der ein oder andere Scheinheilige den Finger vielleicht ganz gut gebrauchen, wenn er sich wieder überfressen hat vor der Kloschüssel beim Fastenbrechen. Oder werfen wir mal einen Blick in den Gottesstaat. Ich meine jetzt nicht den katholischen Altmännerstaat in Rom. Nein, ich rede vom muslimischen Gottesstaat Iran. Dort gibt es neben der Vielehe auch die Zeitehe. Und die läuft wie bei uns die Erbpacht bis zu 99 Jahren. Am beliebtesten allerdings ist dort die einstündige Zeitehe, weshalb sie auch gern Genussehe genannt wird. Und sollte die Gemahlin auf Zeit vom notgeilen Muselmann für die Erfüllung ihrer ehelichen Pflichten nicht angemessen entlohnt werden, dann hat sie nicht einmal Gelegenheit, vor Gericht zu gehen. Denn vor Gericht gilt in Gottesstaat Iran das Wort einer Frau nur die Hälfte. Oder nehmen wir die Omar-Brigaden im Irak. Nennen sich Hüter des wahren Islams. Nach ihrer Lehre ist selbst ein gemischter Salat unislamisch, weil die weibliche Tomate gemeinsam mit der männlichen Gurke in eine Schüssel geraten. Da sage ich, haltet gefälligst mal die Luft an, ihr Schwachköpfe. Denn nach eurer eigenen Logik ist es ja unislamisch, wenn der Moslem die Luft atmet. Übrigens, im nordirakischen Erbil wurde 2007 feierlich die erste Damentoilette Kurdistans eröffnet. Da fragt man sich doch, mussten dort vor 2007 notdürftige Damen immer noch alles hochziehen und ausspucken? Oder hatte dort die Burka, wenn auch einen zweifelhaften, aber doch gelegentlich ganz praktischen Nutzen, sagen wir mal als Dixie-Burka?
Vergessen wir nicht, liebe Ungläubige, Religionen sind Folklore, von Menschen geschaffene Regelwerke für ein Miteinander aus einer Zeit lange, bevor es funktionierende Staaten mit Recht und Gesetz gab. Ich frage auch, was wäre denn ein Schwein? Müsste es sich für eine Religion entscheiden? Ich denke mal, es wäre wohl Moslem. Schon allein aus reiner Selbsterhaltung. Der Hund hingegen wäre vermutlich katholisch, denn dort gilt er nicht als unrein, sondern oftmals als bester Freund des Menschen. Hingegen die Stubenfliege würden sich offensichtlich dem Buddhismus zugeneigt fühlen, denn dort gilt ja selbst noch niedrigstes Gefleuch als schützenswerter Teil vom Großen und Ganzen. Und wäre ich einer dieser Religionshooligans, dann forderte ich zudem eine Freigeist-Fatwa für diese feigen Prominenten, deren Namen ich jetzt hier nicht explizit aussprechen möchte, die ja nach eigenem Bekunden niemals auf offener Bühne Witze über den Islam wagen würden. Da sage ich, Freigeister, strafen wir diese vorauseilenden Feiglinge durch Nichtachtung. Wobei ich natürlich zugeben muss, Witze über den Islam zu machen, ist ein bisschen wie russische Roulette. 5 Witze sind harmlos, aber einer tödlich. Man weiß nur nicht welcher. Aber vergessen wir nicht, im Gegensatz zu Millionen Hungerleidern in der Welt, die jederzeit damit rechnen müssen, muslimischen Selbstmordattentäten oder amerikanischen Luftangriffen zum Opfer zu werden, so bleibt doch das Risiko, mitten in Deutschland durch das eine oder andere zu Tode zu kommen, einigermaßen überschaubar. Hier also mein Schlusswort an alle sich jetzt angepisst fühlten Glaubensfanatiker dieser Welt. Bisschen Spaß muss sein. Und Humor ist schließlich, wenn man trotzdem lacht. Jeder ist zwar seines Glückes Schmied, aber jeder macht sich auch selbst zum Affen. Denn wie heißt es schon beim großen Freigeist Immanuel Kant, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, um dich aus selbstverschuldeter Unmündigkeit zu befreien. Amen. Dankeschön. Ja, Vielen Dank. Falls religiöse Wirrköpfe im Publikum sind, die jetzt mit dem Gedanken spielen, ihren Sprengstoffgürtel zu ziehen, bitte nicht. Nein, also sie ziehen einfach Menschen in Mitleidenschaft, die nichts damit zu tun haben. Wenn, dann bitte die Schusswaffen in Richtung Bühne. Ja. Ich gebe nochmal das Ziel frei. 21, 22, 23. Chance gehabt, Chance vertan. Gut. Okay, können wir uns also dem nächsten Thema widmen.